Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Injustice 2, Leute. Ja, in der vergangenen Folge haben wir hier unten in Atlantis aufgehört bei einem guten Aquaman und der wunderschönen, bezaubernden Cheetah. Cheetah. Oh shit. Die will es uns auf jeden Fall zeigen, aber jetzt erstmal was auf den Kopf drauf. Bam. Komm her, meine Gute. Ich glaube, das ist nicht so angenehm, oder? Was meinst du? Ich muss dazu eher sagen, der Green Lantern, der gefällt mir irgendwie nicht so gut als Charakter. Ich weiß nicht, was es ist. Der kommt mir irgendwie ein bisschen... Ja. Und so an. Schlecht vor? Schlecht kann man nur nicht sagen. Halt, mir gefallen nicht nur diese ganzen Schlagattacken. Ich will auch bloß mal was anderes. Dadurch, was die anderen können, wie Harley und so, schießen. Das finde ich auch manchmal sehr nett. Ich meine, ja, wir haben diese grüne Fähigkeit, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Wo? Spürst du den nahenden Tod? Nein, nein, Kätzchen. Oh, Kätzchen. Werd nicht böse. Das hat wohl wehgetan. Komm her. Oh, ey, eiskalt hier, mein armer Kopf, Alter. Die hat meine Friese zerstört. Na toll. Das Kätzchen ist im Move, Alter. Das fühlt den Move. Aber ob das so gut tut. Oh, sehr schön. Der Tritt war schön stark. Böses Kätzchen. Genau, böses Kätzchen. Ich hole schon mal den Kratzbaum. Halte die Stellung, du bist unsere Nachhut. Mach ich, und du? Ich bilde die Vorhut. Okay, dann mach das mal, Aquaman. Oh, hallo, Bane. Al Jordan, du bist zurück. Man ist gern da, wo man hingehört. Bei dir wäre es eine Gefängniszelle. Selbst als Yellow Lantern hast du mir nie gebührenden Respekt erwiesen. Aber ich werde dir jetzt zeigen, wie leicht dein Wille gebrochen werden kann. Gut, dann komm mal ran, Kollege. Kollege Chonshu. Boom. Wow, das hat schon ein bisschen leicht gezogen, hier muss ich sagen. Sehr schön. Aua. Oh, jetzt hat er sich auch voll geboostet. Jetzt macht er mehr Schaden. Jetzt muss man aufpassen. Aua, Alter. Also der Bane ist schon ein harter Brocken. Der ist wirklich ein harter Brocken. Ey, was zur Hölle macht er jetzt hier gerade mit uns? Egal was, dieser Tritt hier hilft immer. Sehr schön. So, bam. Komm her, Kollege. Ah! Hat leicht gezwiebelt, muss ich sagen. Wir gucken nochmal hier ganz kurz, was wir hier so haben. Überladene Laterne. Ey, ich könnte eine überladene Laterne machen an dir. Ja, warte mal. Okay, das ist das. Was das zwar bezirkt, war. Schlagexplosion. Wartet mal. Oh, ho, ho, ho. Das gefällt mir. Also jetzt fühle ich die Moves. Vielleicht wird dir schwarz vor Augen. Niemals. Boom. Und der entscheidende Tritt. Komm schon, das Überschlag. Nein. Okay. Jetzt machst du dich fertig, Kollege, komm her. Boom. Das hat wohl nicht gut getan, Bane. Was ist mit meinen Augen? Ich glaube, das ist nicht gut, was mit meinen Augen passiert, oder? Wir verriegeln die Tore, aber der Kampf läuft noch. Hell, sorry, ich war woanders. Und wie steht's jetzt um uns? Du hast dein Leben für Atlantis riskiert. Vielleicht kann man dir vertrauen.
Also, bist du dabei? Ich kann nicht. Ich gehöre hierher, um mein Volk zu verteidigen. Oh, oh, was passiert da jetzt? Ei, hörst du das, der kleine Mann dort? Red Lanterns? Atrocitus und Dexstar. Agenten der Rache. Getrieben von Wut. Keine Sorge, ich kümmere mich um die zwei. Hübsche Katze. Viel Glück. Hey, ich will auch die Katze haben. Die sieht süß aus. Oh mein Gott, die sieht so irgendwie niedlich aus. Yellow Lanterns haben Millionen abgeschlachtet und ihre Opfer fordern Vergeltung. Du magst ihren Ring abgelegt haben, aber du bist nicht losgesprochen. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Dexter würde dir das Herz rausreißen und dein Blut auflecken. Aber ich fühle, dass du eine höhere Berufung hast. Ein Funken glüht in dir. Ein Funken der Wut. Was zur Hölle? Was tust du denn da? Woher kommt dieser Zorn? Du magst deine Ängste überwunden haben, aber du hast die Green Lanterns dennoch verraten, deine Verbündeten verletzt. Wie konntest du dir je verzeihen? Ich kann nicht. Dann brenne! An. Entgeht. Nichts Böses meiner Wacht. Der finsteren Mächtigkeit entspricht. Hüte sich vor! Green Lanterns Licht! Du hast recht. Ich hasse mich für das, was ich getan habe. Aber mein Wille ist stärker als mein Hass. Genau, und deshalb machen wir ihn jetzt auch fertig. Komm her! Oh, was? Die Katze kann fliegen? Was zur Hölle? Was ist das für eine Katze? Die Superkatze. Eine fliegende Katze. Ich auch eine. Wo gibt's die zu kaufen? Komm her, Kollege. Wow. Ah, der haut schon eigentlich ganz gut rein. Und ich will die Katze. Wo ist die hin von dem? Alter, ey, also diese Attacke nervt jetzt hier schon, bitte. Du kannst irgendwie gar nicht so richtig unternehmen gegen den. Das fällt mir gerade richtig stark auf. Alter, ich kann nichts machen gegen ihn. Ich will ihn doch nur anpacken. Ich muss ganz nah an ihn ran, Alter. Ich kann aber die eine Attacke nicht ausführen, die ich machen will. Oh Gott, aua, aua, aua. Das tut doch alles weh, Alter. Ey, der haut richtig rein. Wir machen jetzt einfach starke Attacken. Ja, wenn ich dazu kommen täte. Ey, was ist das für ein Charakter? Oh mein Gott, was macht er da? Jetzt hab ich's, jawohl. Autschi. Autschi. Oh, gegen den müssen wir, glaube ich, nochmal kämpfen. Ja. Das glaube ich schon. Ich werde drauf gehen, oder? Wo, wo, wo? Komm, Kätzchen. Hau ab, Alter. Katze für die Moves. Nein. Oh, dieser schwarze Typ ist stark. Erneut versuchen, komm schon. Es kann doch nicht sein, dass wir scheitern an diesem roten Typ mit seiner fliegenden Katze. Ich hasse mich für das, was ich getan habe. Aber mein Wille ist stärker als mein Hass. Komm her, Alter! So. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Was machst du das?
jetzt mache ich das. Komm her, Kollege. Sehr schön. Puh. Jetzt komm her. Bam. Drauf da. Nein. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder ansprühen. Ich bin nicht wütend. Aua. Jetzt wurde er doch stark. Was ist das? Und was macht eigentlich diese schwebende Katze? Macht die den stärker oder was macht die? Die fliegt mir einfach nur hinterher. Oder ist es einfach nur sein Begleiter? Das bezweifeln wir aber mal. Ich auch so eine Katze. Die fliegt dann mir nachher. Welt verbrennt. Wenn sie nur noch Asche ist, wirst du um Rache betteln. Die Wächter müssen nicht unbedingt davon erfahren. Beta-Phase abgeschlossen. Die Verteidigung der Erde ist unwiderruflich geschwächt. Beginne den Countdown. Was zur Hölle passiert hier? Oh nein. Hübsch. Die können wirklich schön fliegen. Oder eher gesagt schweben. Sie sind überall auf der Erde. Größere Schiffe werden über diesen Großstädten positioniert. Sogar mit Aquaman-Soldaten sind wir immer noch in der Unterzahl. Wie lautet der Plan? Du hast doch einen, oder? Wir müssen die besetzten Städte evakuieren, bevor wir Brainiac ausschalten. Aber wir brauchen mehr Feuerkraft. Gibt's noch mehr Schwergewichte auf der Luther Wayne-Gehaltsliste? Nur Blue Beetle und Firestorm, aber die sind beschäftigt. Zu beschäftigt hierfür? Sie sind die letzte Verteidigungslinie, wenn Brainiac sich Superman nähert. Tja, falls Brainiac ihn nicht aus dem Gefängnis holt, tun es Black Adam und Wonder Woman. Und je schlimmer es wird, desto mehr Leute werden ihn freisehen wollen. Ich sag ja nur. Hoffentlich können diese Kids den meistgesuchten Mann der Galaxie festhalten. Beetle und Firestorm sind zwar noch jung, aber zu zweit sind sie das stärkste Team, das wir haben. Ernsthaft, Heime? Batman hält uns nicht für wichtig. Die Aliens greifen an und wir müssen Wache schieben? Wir bewachen Superman und seine Kumpanen. Die bereits Wachen haben. Wir bewachen die Wachen. Wir sind überflüssig. Jason, nimm etwas Abstand. Betrachte das Gesamtbild. Ich bin lieber hier drin als da draußen. Dieser Anzug ist eine Alien-Kriegsmaschine. Und eure Firestorm-Matrix? Wir bekämpfen Brainiac und BOOM! Wir sprengen aus Versehen die Welt. Heime hat recht. Wir haben die Kräfte nicht unter Kontrolle. Na, Professor Heime, hört euch mal reden. Wir sind knallhart. Und deswegen gehören wir auch an die Front. Das hier ist die Front. Brainiacs Amoklauf ist eine Krise. Brainiac und Superman zusammen? Das wäre die Apokalypse. Wir sind also die einzige Barriere zwischen Krise und Apokalypse? Damit kann ich gut leben. Superman-Fan-Club.
Egal wer, wir sollten uns vereinigen. Rote Sonnenzelle gesichert. Muss das Energiezentrum sein. Energiezentrum? Durch das Zusammen schalten sich die Generatoren aus. Und er kann einfach hier rausfliegen. Ist das ein Traum? Der andere startet den Generator neu, bevor Superman entkommt. Ein schwacher Plan. Du wirst ziemlich sicher hier sterben. Schätze, jetzt sind wir an der Front. Du bist ein naiver Junge mit zu viel Macht. Genau wie der tote Billy Batson. Okay, Leute, dann würde ich sagen, hier an dieser Stelle beenden wir den Part erstmal wieder. Und in der nächsten Folge machen wir jetzt mit dem guten Blue Battle weiter. Ich hoffe, ich habe den überhaupt jetzt richtig ausgesprochen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, lasst jetzt wie immer eine Bewertung da. Ich weiß, die Folge ging etwas kürzer, aber ja, ich möchte halt immer nur einen Abschnitt, sagen wir mal so, machen. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, schreibt gerne einen Kommentar, teilt das irgendwie das Video, würde mich sehr freuen. Ja, Leute, haut rein und ciao!